Hallo und willkommen zurück bei Elex. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Alter Schwede, ist das weiter nördlich. Stimmt, wir wollten gucken, welchen Quest wir als nächstes machen. Mir fällt noch... Was ist denn Stahlhart? Warte, es ist doch gerade dunkel, ne? Wir porten uns hier mal hin. Ich meine, es ist nämlich gerade dunkel. Bin mir jetzt auch nicht gerade hundertprozentig sicher, aber ich meine, es wäre dunkel. Ne, nicht mehr ganz. Keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Wir bräuchten so eine Uhr. Wir gehen da einfach mal hin. Ach, müssen wir jetzt hier zu diesen, wie hieß der, Big B oder so, ne? Speichern. Was ist? Shorty. Ich bin hier, um eine Lieferung abzuholen. Ach ja? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir beide in einer Geschäftsbeziehung miteinander stehen. Also frage ich mich, was ich von dir halten soll. Ich bin im Auftrag von Godehard unterwegs. Godehard? Wer soll das sein? Ach ja, ich erinnere mich. Du redest von diesem gebeutelten Typen, der sich den Arsch für ein paar Blecheimer aufreißt. Das ändert natürlich alles, mein Freund. Also, was wolltest du nochmal von mir? Ersatzteile. Eine Menge davon. Ersatzteile? Ach ja, ich erinnere mich. Die Ersatzteile. Natürlich habe ich sie bei mir. Gut verpackt und 1A-Qualität, wie immer. Aber jetzt habe ich eine Frage. Kannst du mich überhaupt bezahlen? Hältst du mich für mittellos? Natürlich nicht, Partner. Hier sind die Splitter für Godehards Lieferung. Und der Rest? Welcher Rest? Der Rest, der durch die gestiegene Nachfrage zustande gekommen ist. Um genau zu sein, das Doppelte. Also, brauchst du weitere Lektionen in Angebot und Nachfrage oder rückst du langsam damit raus? Okay. Kampf 3 haben wir nicht. Ja, wir probieren es mal. Okay. Ja, wir geben dem einfach die 100 Splitter, wir haben ja genug und wir holen uns die bei Gotthard wieder. Hier sind die Splitter. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Dafür kannst du dir der Qualität meiner Ware auch sicher sein. Dein Abnehmer wird zufrieden sein. Lass uns handeln. Gut, wenn du zahlen kannst. So, was hat der denn? Der hat ja gar nichts. Ja, ich wollte ihn eigentlich verprügeln, aber nachher machen wir nur noch mehr Probleme. Und ich meine jetzt 100 Splitter, das macht uns jetzt auch nicht mehr arm, ne? Also, wir haben ja jetzt ein bisschen was, wobei wir ganz schnell wieder ganz wenig haben. Aber jetzt sind wir ja schon mal draußen, was haben wir denn hier? Mutantenbedrohung aus dem Norden. Aber wir sind ja schon mal hier auf dem Weg, gehen wir hin. Gehen wir hin, machen wir platt. Easy going, würde ich sagen. Ohne Probleme. Und dann gucken wir mal, wo dieser komische Hanselfusel ist. So, den Flammenwerfer können wir sogar schon nutzen. Alter Schwede. Wir sind ja jetzt Killer, ne? Mit dem Flammenwerfer dann. Was hängt denn da oben rum? Steinklau. Sollen wir mal testen? Wobei, wir haben nicht so viel Munition, ne? Wir sollten die wirklich aufheben. Für den Fall, dass wir sie brauchen. Und wir müssen die Roboter auch noch platt machen. Aber was hängt denn hier rum? So ein Reißer, oder wie die heißen. Oh. Hat er uns gesehen? Nee. Aber der Weg endet hier. Aber wir müssen weiter nach da.
Ja, wir sind den falschen Weg gegangen. Gehen wir nochmal zurück. Wir laufen einfach die ganze Nacht durch. Sieht aber cool, wie wir mit dem Flammenwerfer auf dem Rücken da. So, beim nächsten Level up haben wir dann noch die Laserkanone. Da müssen wir sowieso das Inventar mal komplett aufräumen. Also es geht ja mal gar nicht hier, ne? So, da muss ich hoch. Da müssen wir doch an der Steinklaue vorbei. So, ich weiß nicht, was jetzt hier... Oh, ich bin langsam mit dem Teil. So, ich weiß auch nicht, wie ich da die Munition wechseln kann. Vielleicht C, V, ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich den trage, bin ich langsam. Bleib hinter mir! Okay, das sind zwei. Wir machen kaum Schaden. Außer die Schwäche hier ist da. Dann machen wir schon Schaden. Okay. Flieg doch! Ich gehe hier erstmal in Deckung, bis ich geheilt bin. So, jetzt machen wir den Platz. Energie! Ich brauche mehr Energie! Okay. Der Flammenwerfer hat etwas weniger Schaden gemacht, als ich eigentlich gehofft habe. Naja. So. 39. Ich weiß gar nicht, wie kann man denn die Schussmodi ändern? Option. Schussmodi. Waffenmodus. Maustaste 3. Ich gerade mir mal alle Tasten. Nee. Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes? Spezialschlag Q. Fernkampfwaffenmodus F. Oh, Tatsache. So, was haben wir denn hier? Jetzt kommen wir auch mal voran hier. So, Flammenwerfer. Flammenball, Flammenfächer, Flammenstrahl. Okay. Wir lassen den hier mal. Wir haben jetzt Munition verschwendet, um zu gucken, wie das geht. Aber ich glaube, der Flammenwerfer wäre an sich am stärksten. Einfach die ganze Zeit draufhalten und verbrennen, das Drecksviech hier. Hier ist noch einer, wir probieren es direkt aus. Ja, wir können nicht wirklich ausweichen mit dem Ding. Und wir können nicht fliegen. Bleib hinter mir! Oh, ich habe keine Munition mehr. Bleib liegen. Bleib liegen.
Ach so, scheiße. 4! Das war die 5. Liegen bleiben. So. Jetzt muss ich doch eine Machtquelle nutzen. Danke, dass du da warst. Kein Problem. Das hätte schief gehen können. Oh ja, ein bisschen. Gut, den Flammenwerfer haben wir jetzt komplett aufgebraucht. Lasergewehr, brauchen wir noch 2 auf Geschicklichkeit. Verdammt. Speichern. Ich dachte, das wäre jetzt giftig oder so. Aber nichts. Okay. Mächtiges Mana-Kraut. Da hinten müsste irgendwo ein Gegner sein. Hier liegt was rum. Was liegt denn hier rum? Blut und eine alte Münze und ein Schwefelbrocken. Aber keine Knochen oder so. Hinten ist so ein Reißer oder sowas. F5, die beste Taste des Games. So, schön kleines Mana-Kraut. Oh, was haben wir denn hier? Dann gehen wir doch mal da rein. Oh, da sind viele Leute drin. Tote Kleriker. Oh, scheiße. 6. Einfach mal alle Granaten da reingeknallt. Flieg! Wieso fliegt der? Ach, geht doch. What the fuck? So, erstmal, ich muss hier was sehen, Leute. Okay, 5. Alter, Vetter, geh mal weg. Ich hab noch keine Zeit für dich. Flieg! So, heilen. Heilen. Ich kann mich nicht heilen. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Okay, wir müssen die rauslocken. Jetzt hätte ich den Flammenwerfer gebraucht. So ein Mist. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen umplanen. So, was habe ich denn noch an Heiltränken? Ich habe 7 mächtige. Irgendwas, was mich verstärkt? Nee, ne? Warte, wenn ich die hier... Na, wir probieren es nochmal. Hier drin ist das aber Selbstmord. So, wir laufen jetzt erstmal hier raus. Komm mit, Mädel, komm mit. Kaya. Komm, Kaya. So. Toll, keine Energie. Alter, die ist ja direkt platt. Ich laufe einfach. Warum greift? Okay. So können wir was machen. Wenn der Dicke sich nicht um mich kümmert. Aber 2 angreifen ist immer noch scheiße. Ja. 2 angreifen ist immer noch kacke.
Kaya, komm mit. Und wir haben nichts im Flammenwerfer. Das machst du nicht ungestraft. Oh, wir haben das Schild nicht. So. Der Dicke ist nicht mitgekommen, das heißt, ich habe die Granaten verschwendet. Aber speichern. Wir haben auf jeden Fall was erhalten. So, jetzt müssen wir den nächsten rauslocken. Wäre cool, wenn man so Fallen bauen könnte. Okay, ich glaube, da kommt einer. Oder? Ich habe dreimal den Machtstoß und einmal Umgebungskillen. Okay, jetzt kommen sie. Renn! Ist Kaya rausgekommen? Keine Ahnung. Da ist sie. Das machst du nicht ungestraft. Energie! Okay, nur noch der Dicke. Okay, okay, okay. Also den muss ich hundertprozentig blocken. Sonst geht das in die Butz. Wir können ja mal probieren, hier drin zu fighten. Können wir ihn umwerfen? Okay, da komme ich gar nicht dran, wo der da ist. Aber den anderen. Er soll mich angreifen. Greif nur mich an. Ich kann nicht... Wenn ich... Da lasse ich eine Sekunde Rechtsklick los, ja? Okay. Das kriegen wir hin. Wenn der Dicke nur mich angreift, dann geht das. Okay, wir müssen aber die Kleinen loswerden. Wir müssen die Kleinen loswerden. Wie machen wir das? Das kriegen wir hin. So, ich kümmere mich um den hier. Kümmert mich um den Kleinen. Wieso geht meine rechte Maustaste nicht? Keine Energie, war so klar. Jetzt stirb! Keine Energie. Keine Energie, verdammte Kack-Energie! Müllkack-Energie!
Ja, jetzt geht's auf einmal wieder. Eben konnte ich mein Recht, ging das nicht. Ich konnte nicht blocken. Oder war mein kann das Schild kaputt gehen? Sind die Kleinen nerviger als der Große? Wieso funktioniert das Blocken manchmal nicht? Ich verstehe das nicht. Oder blockt er automatisch? Hält er das Schild automatisch zum Blocken bereit? Ich muss den dicken direkt fokussieren. Wir machen den platt. Das ist eigentlich easy. Wenn wir das nur noch einmal so hinkriegen und ich einmal Energie habe und nicht diesen letzten Schlag auch treffe. Das Problem ist eigentlich, dass ich zu oft die Tasten drücke. Okay, der kann mein Schild doch brechen. Wir müssen die rauslocken, das hat so keinen Sinn. Man kann zwar so schön da drum laufen, aber das ist Kacke, ist das. Jetzt hätte ich gerne den Bogen wieder. Hätten wir die schön locken können. Aber weißt du was? Wir holen den Bogen raus. Weg mit dem Flammenwerfer. Müll. Aber jetzt könnten wir ja hier F, ne? Ach, mit dem geht's nicht, oder was? Kaya? Kommst du? Okay, sie kommt. Bleib hinter mir! Kümmer du dich um die Kleinen, Kaya. Kaya, die Kleine. Ich muss erstmal ein paar Schnitzel essen. Kaya lebt wieder. So, jetzt lebt nur noch der hier. Verdammte Kacke. Also Kaya muss überleben, sonst mache ich dem nämlich keinen Schaden, den Dicken. Aber der Dicke ist eigentlich kein Problem. Diese Kleinen sind das Problem. Weil die einfach nur nerven. Ja, der hat natürlich direkt Kaya platt gemacht. Aber ein Kleiner ist platt.
Alter, wie hat das mich getroffen? Ach, das ist doch lächerliche Hitbox, ist das. Und dann sterbe ich vom Fall, ey. Ich krieg's kotzen. Das kriegen wir verdammt nochmal hin. Oder sollen wir die einfach zur Base locken? Sollen wir die einfach zurücklocken zur Base? Ich glaube, so oft wie wir gestorben sind, wäre das Einfachste. Okay, Leute. Hallo. Kaya, komm her. Kaya. Bringst du Leute mit? Nur einer? Ah, ich wollte schon sagen. Okay, Kaya, komm. Ich hoffe, ich gehe jetzt auf den richtigen Weg. Folgen die noch? Der Dicke folgt uns, der Kleine auch. Oh, scheiße. So, ich glaube hier runter, ne? Wo sind sie? Okay, da kommt der Dicke. Er holt ein bisschen auf. Wieso haben wir das nicht von Anfang an so gemacht? Scheint zu funktionieren. Aber das ist doch abusing. Egal, es funktioniert. So, wir müssen da rüber. Folgt der bis dahin? Kommt der hier runter? Ich glaube, das mache ich jetzt mit allen Gegnern. Also, ich weiß nicht, wir haben glaube ich 20 Minuten lang gegen den gekämpft, nur verreckt. Dabei könnte es doch so einfach sein. Hey Bro. Hier, da ist was für dich. So, damit ich auch Erfahrung bekomme. Ja, das war doch einfach. Ich weiß nicht, habe ich Erfahrung bekommen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall habe ich Loot bekommen. Ja. Wir könnten eigentlich mal so einen Koloss gegen Koloss kämpfen lassen. Mal gucken, wer gewinnt. Wahrscheinlich der Koloss. Ja. Nein, Kellerassel, du kannst leben bleiben. So, dann gehen wir mal hoch und machen jetzt noch die Kleinen platt, die hier irgendwo rumlungern. Und dann haben wir auch genug Zeit verschwendet mit dem Gebiet da oben. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Flammenwerfer so wenig Schaden macht. Also ich habe eigentlich gedacht, das müsste jetzt richtig reinknallen. Flammenwerfer, technisch so. Aber gut, ich habe auch gar nichts im Kampf, ne? Also, ich meine, wenn wir mal anfangen würden, Lernpunkte in Kampf zu stecken, ja, dann wäre es wahrscheinlich viel effektiver. So, war das so weit weg? Da hinten war auch noch was. So, wir haben jetzt auch eine dicke Elex-Quelle gefunden. Dabei müssen wir hier nicht mal hin. Doch, mussten wir. So, wir speichern. Kommen die raus? Ja.
Dass die auch so viel Energie haben. So, looten. Machen wir den platt. Okay, hat sie schon selber. So, jetzt erstmal noch ein paar Schnitzel reinziehen. Speichern. Ja, hier, können wir hier irgendwas machen? Hier ist so ein riesen Elixierteil. Noch ein toter Kleriker. Hier, Kaya, hast du hier irgendwas? Wie geht es dir? Ich bin okay. Okay. Nee, aber anscheinend können wir hier gar nichts looten. Also eigentlich war es... Ah, hier ist noch einer. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten hier irgendwas machen, oder... Aber anscheinend gab es hier echt nur die Leichen, die hätten wir looten können und hätten auch einfach weglaufen können. Also wir haben eigentlich alles, was wir hier gemacht haben, gerade umsonst gemacht. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, das heißt, den können wir zurück. Aber wir machen jetzt erstmal noch, was wir hier noch draußen haben. Nahrung für Kleriker. 20 Überlebenspakete. Hier hinten. Haben wir noch was, was in den, was näher ist? Also er will, dass ich ihn platt mache. Aber ich soll ja eigentlich gar nichts machen. Ja, das machen wir natürlich auch nicht. Was ist denn das mit diesem, das ist eher schief. Was habe ich? Das machen wir. Ja, genau, das von Anna war das. Wo sind denn die? Okay, die sind gar nicht mal so weit weg. Dann, Alter, Kampfkolosse? Du willst, dass ich Kampfkolosse kaputt mache? Ist das dein fucking Ernst? Kein Wunder, dass sie da selber nicht hingegangen ist. Wir können ja nicht mal diese geschwächten Alps, die unten rumhängen, ja, noch aus dem Anfangsgebiet da, platt machen. Jetzt sollen wir Kampfkolosse platt machen. Vor allem, wenn das mehrere sind, dann bringt das auch gar nichts, wenn wir die hier hinlocken, zu dem Typ, weil da ein Kampfkoloss gegen mehrere. Das müssten wir, wenn, mit Einzelnen machen. Aber wir gucken uns die auf jeden Fall mal an. Den Salat. Oh, danke, dass du da warst. Natürlich. Komm, bleib an. Wir müssen den umstellen. Keine Energie. Diese Energie geht mir so auf den Sack. Blockten.
Schön blocken, schlagen, blocken. Fuck, nicht geblockt. Komm. Greif an. Natürlich muss er dann angreifen, wenn ich angreifen will. Schlagen, umhauen. Also wir müssen immer einen Schlag machen, dann können wir den umhauen. Schlagen, umhauen und noch einen Schlag oben drauf. Blocken. Blocken, schlagen, umhauen und noch einen Schlag oben drauf. So. Schlagen, umhauen und noch einer oben drauf. Brauchen wir ein bisschen Energie? Greif an. Na komm, greif an. Schlagen. Oh, er ist ausgewichen. Oh, er steht noch. Verdammt, er stand noch. Er ist nicht umgehauen worden. So langsam müsste er doch mal drauf gehen. Nachher gehe ich drauf, weil ich zu überheblich werde. Komm schon. Oh nein, er macht einen Angriff. Okay, das könnte wehtun. Meine Güte. Das war eine schwere Geburt. So, jetzt erstmal hier 1 Milliarde Steaks reinknallen. Haben wir keine Heiltränke mehr. Als ob wir eben 7 Heiltränke benutzt hätten. Ach, wir haben die Mächtigen nun gar nicht mehr ausgerüstet. Wir müssen echt mal unser Geld verschwenden für Heiltränke. Sie hat gar nichts gesagt. Also mit Kaya geht das. Ohne ist auf jeden Fall hart. Speichern. So, wir gucken uns das... Ne. Ja, wie sollen wir das denn machen? Wir locken mal einen weg. Wir haben jetzt ja nur einen gelockt, ne? Oh, shit. Also, wir essen noch mal ein paar Schnitzel. So, einen werden wir locken. Und weg. Okay, der folgt uns und der ist auch scheiße schnell. Nicht langsamer werden. Okay, der geht außen rum, das verschafft uns ein bisschen Zeit. Aber die sind nicht langsam, die Boys. So, das wird jetzt Kampfkoloss gegen Kampfkoloss. Ich hoffe, unser Kampfkoloss gewinnt. Fuck! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kaya! Lass dich nicht abknallen. Shit. Wo ist... Nein! Verdammte Kacke! Kaya, du hinter... Du... Bleib da liegen. Hey! Hallo! Headclops! Boah! So, Kaya, nicht stehen bleiben! Laufen! Okay, der Dicke kommt. Oh ne, jetzt sag nicht, der hängt fest. Okay, weißt du was? Wir machen erstmal diese dreckige Ratte platt. Es geht los. Diese dreckige Ratte. Okay, jetzt müssen wir den da weglocken. Hier, geh mal an dem Baum vorbei. Mann, wieso? Nee, ich gehe nur noch diesen richtigen Weg. Ist er vorbei? Nee.
Meine Fresse. Hallo? 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 Hier lang. Oh, Loot. Oho. Pass auf, wo du hinschießt. Oh, weh, du bleibst jetzt hier aufhängen. Okay. Okay, ich hoffe, das geht gut. Ich habe Angst zu speichern. Ja, das war easy. Ich weiß nicht, boah, ich weiß nicht, wie viel Schaden der gekriegt hat. Das ist easy. Also das machen wir mit allen so. Wir bringen jetzt alles, was an Gegnern ist, was irgendwie nur stärker ist als wir, bringen wir hier hin. Wir brauchen hier aber mehr von denen. Wieso steht hier nur einer? Hier müssten mehrere stehen. Aber wie viel Schaden der Dreck kassiert hat. Ich glaube, die sind aber auch nicht so stark wie der. Weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.